Verhältnismäßigkeit der Corona-Maßnahmen aus gesundheitlicher und rechtlicher Perspektive. Das war das Thema eines Diskussionsabends, welcher am 10. November 2022 im Stadtsaal Purkersdorf stattfand. Rechtsanwältin Nina Ollinger diskutierte mit Arzt und Gesundheitsökonomen Martin Sprenger über die zwei verschiedenen Perspektiven vor und mit einem engagierten und interessierten Publikum. Gleich zu Beginn wies schon Burgersdorfs Bürgermeister Stefan Steinbichler in seiner Begrüßungsrede auf die Wichtigkeit, ja Notwendigkeit des Miteinanderredens hin, das eigentliche Motto der Veranstaltung. Auch der weltbekannte Gesundheitswissenschaftler John Ioannidis kam zu Wort im Trailer des neuen wunderbaren Films Out to Sea, produziert vom Verein Zukunft Kinderrechte, dessen Obfrau Patricia Machert selbst ihr neuestes Herzensprojekt vorstellte. Wir dürfen Ihnen nun einen Auszug dieser Veranstaltung präsentieren. Wohl einer der größten Fehler war, die Auswirkungen von Politik und Medien zu unterschätzen, was das für Auswirkungen auf die Wissenschaft gehabt hat. Ich setze da in meinem Bereich eines dazu. Ich hätte mir nie gedacht, was Politik und Medien auch für eine Auswirkung auf das Recht haben können. Die Corona-Verordnungen per se sind vom Minister erlassen worden, wohl auf Basis eines Gesetzes, das aber auch erst 2 Wochen nach dem ersten Lockdown erlassen wurde. Wie kann das sein, dass ich einfach ein einfach gesetzliches Gesetz habe und auf Basis dessen jahrelang Verordnungen erlassen werden mit tiefen Einschnitten? Und da stellt sich auch dem Juristen von vornherein die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Wenn wir weiterdenken und sagen, okay, wir wollen überprüft haben, ob ein Gesetz jetzt passt oder nicht, dann wenden wir uns an den Verfassungsgerichtshof. Ich glaube, mittlerweile wissen viele, dass ein Manko in unserer Verfassung ist, dass wir kein Eilverfahren haben. Da kann man dann neiderfüllt ein bisschen Richtung Deutschland blicken. Das haben wir nicht. Und dann wartet man, glaube ich, ein Dreivierteljahr, bis man mal weiß, ob der erste Lockdown verfassungsgemäß war. Dann habe ich mir die Entscheidungen angesehen und habe nach einer Grundrechtsprüfung gesucht. Und da suchen sie dann lange. Wir haben viele Entscheidungen am Anfang gehabt, wo wir keine Prüfung gehabt haben, sondern Dinge teilweise aufgehoben wurden, weil Formalvoraussetzungen nicht gepasst haben, weil der Minister formell die Verordnung nicht korrekt erlassen hat. Verhältnismäßigkeit müssen wir im Einzelfall prüfen und was Verhältnismäßigkeit ausmacht, bestimmt sich wohl auch durch uns als Gesellschaft. Weil ein Eingriff in die Gesundheit eines Menschen ist grundsätzlich in Ordnung, wenn es verhältnismäßig ist. Und irgendwer muss das entscheiden. Und auf der Behandlungsebene als Arzt ist Verhältnismäßigkeit ein wichtiges Thema. Ja? Nämlich, dass man immer im Klaren ist, dass das, was man tut, therapeutisch, aber auch diagnostisch, dass das mehr nutzt als schadet. Also die Wirkung muss größer sein als die Nebenwirkungen. Und aus diesen drei Teilen, also wissensbasiert, Erfahrungswissen und aber auch sozusagen die Vorstellungen, die Wünsche der betroffenen Person entscheiden dann, ob man die Maßnahme macht oder nicht. Ja, aber sie muss immer verhältnismäßig sein. Ja. Wenn man sich an das Prinzip nicht hält, aus welchem Grund auch immer, ja, begeht man eigentlich einen Kunstfehler. Ja. Und wenn man sich mit Absicht nicht daran hält, dann macht man sich strafbar. Um abzuschätzen, wie Verhältnismäßigkeit Schulschlüsselungen sind, muss man sich wirklich hinsetzen und sogenannte Folgenabschätzungen machen. Das haben Länder gemacht. Die Schweiz hat das gemacht. In der Schweiz waren die Schulen deswegen nur, wenn man relativ kurz, also 6 Wochen geschlossen, bei uns waren sie 15 Wochen geschlossen, total geschlossen, und 24 Wochen eingeschränkt zugänglich. Also wenn du diese Abschätzung versäumst und eine Perspektive, die nicht unwichtig ist, aber eben nur ein Segment betrachtet hat und sagt, nützt, und das schadet, ersehen wird, also blinder Fleck bleibt, dann sperrt man zu und dann wird es unverhältnismäßig. Masken ist ja, wenn man will, so eine gelinde Maßnahme, könnte man sagen. Trotzdem war es für mich sehr spannend zu beobachten, dass in der Wissensgemeinschaft Europa einen Fleckerlteppich gehabt haben. Ich versuche Ihnen das einmal zu schildern. In 3 Ländern der EU, und nur in 3 Ländern der EU, hatten wir eine FFP2-Maskenpflicht. Österreich, Deutschland, Tschechien. Ist quasi die Wissenschaft in Skandinavien eine andere? Beurteilen Gesundheitsbehörden das, oder
beurteilen die Gesundheitsbehörden in Skandinavien die Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahme anders als unsere Gesundheitsbehörden. Und damit haben wir quasi Maßnahmen, die werden nicht wissenschaftlich entschieden, sondern es ist eine politische Entscheidung. Ist ja logisch, sonst wäre es ja nicht so ein Fleckerlteppich. Wenn es wissenschaftlich wäre, dann müsste man eine gewisse Einheitlichkeit haben in Europa. Ja? Wenn man sich entscheidet, eine allgemeine Impfpflicht zu überlegen, dann muss man sich auch immer die Frage stellen, was sind die erwünschten Effekte, ja, oder die erhofften erwünschten Effekte, und was sind die unerwünschten Effekte oder die erwartbaren unerwünschten Effekte. Und wenn man sich irgendwie hingesetzt hätte und eine relativ kurze, nicht einmal einen halben Tag dauernde Folgenabschätzung gemacht hätte, dann wäre man nach einem halben Tag fertig gewesen, weil man hätte genau erkannt, dass die unerwünschten Effekte viel, viel größer sind als die erwünschten Effekte, dass diese Maßnahme unverhältnismäßig ist. Deswegen hat sich auch kein europäisches Land für eine solche Maßnahme entschieden. Ist ja klar, ist ja unverhältnismäßig. Also ist es keine wissenschaftliche Entscheidung, sondern wiederum eine politische Entscheidung, die halt diesmal im November am Achensee getroffen wurde, aus bekannten Gründen. Rückblickend waren diese 8 Monate, wo wir über eine einzigartige, unverhältnismäßige Impfpflicht debattiert haben, wahrscheinlich in meinen 30 Jahren, die ich überschaue als Arzt und Gesundheitswissenschaftler, das Ereignis, das dem Vertrauen in Impfungen und dem Impfgedanken am meisten geschadet hat. Die Bioethikkommission hat in Österreich gesagt, es ist verhältnismäßig. Ja? Die Bioethik- oder die Ethikkommission in der Schweiz hat kurz Impfpflicht diskutiert, bewertet und hat gesagt, eindeutig unverhältnismäßig. Ich glaube, dass wir in Österreich die Entscheidungen immer sehr eindimensional betrachtet haben. Also die Abschätzungen waren immer sehr eindimensional. Sie waren nämlich medizinisch, virologisch, mathematisch. Medizinisch, virologisch, mathematisch sind wichtige Perspektiven, dass man mich da nicht falsch versteht, sind wichtige Perspektiven. Aber es braucht eben auch weitere Perspektiven, um alle blinden Flecken und auch alle anderen, vielleicht unerwünschten, vielleicht auch erwünschten Effekte von solchen Entscheidungen abzuschätzen und zu erkennen. Wir hatten einfach extrem viel blinde Flecken. Für manche wird man sagen, man hat es nicht besser gewusst, zu dem Zeitpunkt, wo man sie getroffen hat. Es ist auch nicht einfach, sehr tiefgreifende Entscheidungen zu treffen. Ich würde aber sagen, viele Entscheidungen wurden getroffen wider besseren Wissens. Weil ich schätze, dass wir 80% von dem, was wir heute wissen, schon im Mai 2020 gewusst haben. Ja? Dass wir eine Tendenz hatten, die Wirksamkeit oder die erwünschten Effekte der Maßnahmen zu überschätzen, warum auch immer, aber die unerwünschten Wirkungen der Maßnahmen, die unerwünschten Effekte zu unterschätzen. Es gab eine Covid-Verordnung, jetzt eigentlich vor kurzem, vor ein paar Monaten, die Direktorinnen und Direktoren in den Schulen eigentlich zu Gesundheitsbehörden gemacht hat. Ja. Wenn ich zu kleinen Einheiten solche Entscheidungen übertrage, dann sind wir wieder dort, was ich auch anfangs gesagt habe. Wir sind von der Weltanschauung des Direktors abhängig, welche Maßnahmen unser Kind mitzumachen hat. Dann ist das für mich ein Thema für Willkür und dann würde ich hinterfragen, ob das das richtige Mittel ist. Verhältnismäßig gelingt es des Mittelschutz vor Willkürrechtsstaat. Wir sind bei den Grundfesten unserer Demokratie bei so einer Gesetzgebung aus meiner Sicht angelangt. Wenn ich ein präzises Register im deutschsprachigen Raum habe, dann habe ich eine gute Basis, um verhältnismäßige Maßnahmen für Kinder und Jugendliche zu treffen. Das ist eine gute Wissensbasis. Am 17. März 2020 hat der John Ioannidis einen Artikel geschrieben, und der beginnt mit A Fiasco in the Making, Fragezeichen, ja, Fiasco in the Making. Are we making decisions without reliable data? Ja, was nichts anderes bedeutet ist, gehen wir in ein Wissenschaftsdesaster, weil wir Entscheidungen treffen ohne verlässliche Daten. Am 17. März 2020, das war als Frage formuliert, ein toller Artikel, er hat Recht behalten, also das meiste in dem Artikel, die Befürchtungen haben sich erfüllt. Und ich habe mich sehr gefreut, dass Sie alle mit uns diskutiert haben und ich habe mich ganz besonders gefreut, dass du am 19. Termin, wenn ich das richtig im Kopf habe, heute den Weg nach Burgersdorf gefunden hast. Ich möchte mich auch persönlich bei dir bedanken und möchte dann auch Worte von Ulrike Gerot, die ich sehr schätze, weil sie auch vieles, was das Juristische betrifft, einfach in klaren Worten ausspricht, noch zitieren.
Sie hat ein Buch geschrieben, Wer schweigt, stimmt zu, und schreibt ziemlich am Anfang, wer so wie ich am Bahnhof stehen geblieben ist und nicht in den Zug der Corona-Maßnahmen eingestiegen ist, der sieht einen gesellschaftlichen Wandel. Und das warst vor allem die und du, Martin, nach den ersten Wochen, wo wir da ein bisschen gesucht haben, nebulos, wo ist jemand, der uns ein bisschen Klarheit bringt, mit deinen Artikeln und mit deinen Äußerungen und was du gemacht hast, hat uns einfach auch ein bisschen einen Rückhalt, einen sehr großen Rückhalt gerade in den ersten Wochen und auch in den letzten Jahren gegeben. Dafür möchte ich mich ganz persönlich bei dir bedanken und dass du auch heute hier warst. Ich glaube, das verdient einen entsprechenden Applaus.